Ich bin Dana und das ist Moritz. Hey. Wir sind von der EGS Langenhagen und wir freuen uns, euch interviewen zu dürfen. Du bist mehrfache Welt- und Europameisterin im Jiu-Jitsu. Worin könnte deine Stärke liegen, immer wieder vor deiner größten Konkurrentin Martina Bironska zu liegen? Für mich ist das immer so, wenn ich einmal gegen eine Gegnerin gewonnen habe, dann bin ich immer vom Kopf so ein bisschen stärker, wenn ich in die nächsten Kämpfe gehe. In deinem Halbfinalkampf 2012 in London gab es keinen Punktsieger. Der Kampfrichter hat am Ende gegen dich entschieden. War das gerecht? Dimitri, gibt es eine Taktik oder eine Technik, die du anwendest, um deinen Gegner schnell zu Boden zu bringen? Zu Boden bringen tue ich die speziell mit Fußwegetechniken. Wie unterscheidet sich dein Training von Dimitris Training beim Judo? Würdest du den Judo-Sport als ein Hobby bezeichnen oder ist es mehr? Welche Vorteile bietet deine Arbeit bei der Polizei für das Training und die Wettkämpfe? Hast du durch diesen Kampfsport Vorteile für deinen Job? Wenn ein Gegner dir doller wehtut, wirst du dann leicht aggressiv oder bleibst du ganz ruhig? Ich bin Emilia und das ist Dina. Sportexperten Nix. Ihr seid ja sehr gute Judoka und Jiu-Jitsu-Sportler. Welche Sportart könnt ihr so gar nicht? Sportexperten Ticks. Habt ihr ganz besondere, vielleicht verrückte Macken oder Angewohnheiten? Ich zum Beispiel lache gerne, wenn ich nervös werde.